Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute gibt's das erste und wahrscheinlich auch nicht letzte Unboxing auf diesem Kanal. Wir gucken uns heute die M10 von Steamboo an. Und wenn du das sehen willst, dann solltest du jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Die M10 von Steamboo kam heute mit der Post. Also hoffe ich, es kam zumindest dieses große Paket, wo Steamboo draufsteht. Und hier ist das gute Ding. Und ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Was ist, wenn hier gar keine M10 drin ist? Ich würde sagen, das finden wir einfach mal so schnell, wie es geht, heraus. Habe ich gar nicht ein Messer dran? Das Ganze ging natürlich auch mit dem Cuttermesser oder mit dem Boxcutter, aber wir machen das Ganze hier mit dem D2 Accomplish von Böker, einfach weil es ein sehr schönes Messer ist. So, wie es scheint, haben wir keine Standard-M10 hier drin. Hier ist ein Koffer. Da ist das schöne Ding. Ich würde sagen, ich hole mal gerade die Kamera noch näher ran, dass ihr besser was sehen könnt. Und dann machen wir das ganze Ding mal auf. Was erwartet uns hier? Also die Verschlüsse, die mache ich hier so ganz intuitiv auf, einfach weil es die gleichen Verschlüsse sind, wie auch bei der Special Edition von der Stinger. Die gab es ja schon mal hier auf dem Kanal zu sehen. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, dann klick jetzt einmal oben in der Ecke. Da habe ich das Video für dich verlinkt. So, also, ne? Man macht die hier so auf. Von unten, so, und dann von oben offen. Und hier haben wir die M10. Oh, endlich ist sie da. Oh mein Gott. Also, boah, ich freue mich richtig. Ich habe so lange drauf gewartet. Ich würde sagen, wir gucken mal direkt, was ich hier in dieser wunderschönen Kiste habe. Also als allererstes habe ich hier Übungspfeile, die blauen Alus. Das ist gar nicht mal so verkehrt, weil von denen habe ich echt nicht mehr viel. Dann haben wir hier einen Bogen und hier steht Advanced drauf. Das heißt, wir sind hier bei 75 Pfund und wenn man sich da nicht sicher ist, guckt man einmal gerade hier rein und da steht es nochmal. Es sind 75 Pfund. Einen Wurfarm, den ich übrigens sehr, sehr feiere. Einfach weil der nicht so heftig stark ist zu spannen. Man kann also den ganzen Tag damit durchballern und kann jeden Pfeil nehmen. Also auch die blauen hier, gar kein Problem. Anders als beim 90er, 120er oder 150er kann man hier wirklich so gut wie jeden Bolzen nehmen. Oder Pfeil, je nachdem wie ihr die Dinger nennen wollt. Man hat mit diesem Bogen aber trotzdem eine sehr schön flache Flugkurve. Ist nicht ganz so krass wie bei 90 und noch mehr, aber natürlich auch nicht wie beim 55er. Von daher freut es mich auf jeden Fall, dass ich davon jetzt einen zweiten habe. Einen für meine R6 und einen jetzt hier für die M10. Ganz allgemein, dieses Ding ist genauso wie die Special Edition auch, also mit Laserschnitt. Hier sind nicht diese Schaumstoffwürfel, die dann da irgendein Praktikant rausgerupft hat. Und das sieht super aus und ist einfach wahnsinnig hochwertig. Wir haben hier ein Wechselmagazin. Oh, und das ist direkt bestückt. Und hier haben wir noch eins und auch das ist schon bestückt. Perfekt. So, und jetzt sehen wir auch hier schon das richtige Finish. So wie man es von der Stinger kennt, ja. Schön matt und so richtig so ein bisschen körnig. Halt dieses, ja, so lobe ich mir das. So, und hier ist sie. Die M10 mit einem Klappschaftadapter direkt schon vorinstalliert. Und auch hier haben wir noch ein Magazin drin. Okay, das ist jetzt aber noch nicht befüllt. Geil, Mann. Geil, geil, geil. Oh, Mann. Heute ist echt Weihnachten und mein Geburtstag zusammen und das mitten im Jahr. Gar nicht mal schlecht. Danke, Steamboo. Ihr habt mir echt ordentlich den Tag versüßt. So, das war's jetzt soweit fast schon. Wir haben hier noch eine Spannhilfe. Und was haben wir hier? Könnte mir vorstellen, dass ich hier wieder mal was ganz Spezielles testen darf, was es so noch nicht gibt. Vielleicht dürft ihr das ja noch gar nicht sehen. Ich pack's mal lieber wieder weg. Hm? So, aber das war's jetzt tatsächlich. Der Koffer ist jetzt leer. Und ich würde sagen, so schön dieser Koffer auch ist, den tun wir jetzt einfach mal beiseite und gucken uns die M10 ganz genau an. So. Hoho. Also, ja. Was soll ich sagen, ey? Ich hatte das Ding ja schon auf der Messe in der Hand. Aber ich muss sagen, da hat sich nochmal sehr viel getan. Auf der Messe waren das natürlich 3D gedruckte Prototypen. Auch ein sehr, sehr hochwertiger Druck. Das hat man mit dem bloßen Auge gar nicht mal so gesehen. Ja, aber das hier ist halt einfach Wertmäßigkeit. Boah, was ganz anderes. Ey, richtig geil. Und diese Kimme und Korn, ne? Also, mein lieber Scholli, da hat Steamboo ganze Arbeit geleistet.
Schaut mal hier, wie das aussehen würde, ja. Das gefällt mir aber richtig gut, ey. Richtig gut. Also, beim Metallmagazin feiere ich es ja schon sehr. Aber das ist nochmal ein anderes Level. Auf jeden Fall richtig geil. Aber so kann man natürlich nicht schießen. Wir machen jetzt erstmal einen Wurfarm rein hier. Ey, ich bin total begeistert. Ja, und wer genau hinsieht, der sieht auch schon direkt, das ist tatsächlich die vollständige M10. Also ich habe hier nicht nur den Upper, sondern auch den Lower. Heißt, ich habe hier den neuen Griff, wo ich ja eigentlich meinte, den werde ich nicht brauchen, weil ich mit meinen Fab Defense Griffen sehr zufrieden bin. Der macht sich aber wirklich sehr gut. Das ist sehr, sehr angenehm zu nehmen. Wow, richtig gut. Man hat hier eine Wangenauflage, die ich mir jetzt auch hochdrehen könnte. Mache ich jetzt aber gar nicht, weil ich habe ja Kim und Korn. Und so ist das eine perfekte Visierlinie, richtig gut. So, aber der Schaft ist mir ein bisschen zu kurz. So, Schaft ist natürlich wie immer wieder verstellbar, ne? Einfach rauf, runter, während man hier diesen Knopf gedrückt hat. Und dann rastet der ein. Ja, hier haben wir einen Quick Detacher für eine Sling. Tolle Sache. So, und der Griff hat ein Geheimfach. Hier kann man eine Sehne reintun. Da packe ich auf jeden Fall noch was rein. So, hier sind ja jetzt gerade die 75 Pfund drin. Wir sind hier wieder auf kleinstem Raum, deswegen so viel Power brauchen wir gar nicht. Ich setze hier mal einen 35er rein. So, das Magazin ist noch leer und da machen wir auch schnell einen Wechsel. So, ich bin sehr gespannt. Das ist jetzt wirklich die allererste Runde Schießen mit dieser M10. Und ich würde sagen, da lasse ich euch mal dran teilhaben, wa? Das war's ja noch lange nicht. Wie viele haben wir denn jetzt schon? Sind ja 10, wa? Also an das Zählen muss ich mich auf jeden Fall noch gewöhnen, weil es ist halt 5 in meinen Kopf eingebrannt. Aber das kriegen wir sicherlich noch hin. Ja, Hammer. Ja, was soll ich sagen, ey? Hammer einfach. Also, es ist im Grunde das gewöhnte Handling, aber halt mit diesem... Oh, schön. Ey, immer weiter, immer, immer weiter. Wie viele sind da noch drin? Und einer ist es noch. Hammer. Ey, Hammer, Hammer, Hammer. So, das waren jetzt 20 Schuss innerhalb von kürzester Zeit. Und jetzt gucken wir uns einfach mal schnell die Mittelwicklung an. Und... Die sieht super aus. Mal wieder komplett ohne Pflege hier. Aber gut, das war jetzt natürlich auch schwaches Zuggewicht. Mit mehr Zuggewicht kommt natürlich auch wieder mehr Verschleiß. Das ist vollkommen klar. Aber ja, was ist denn das eigentlich? Also irgendwie, mir fällt da schon ein Unterschied auf irgendwie. Und zwar irgendwie, ich habe das Gefühl, Steamboat hat hier noch ein bisschen mehr Spiel rausgenommen. Das ist natürlich immer eine gute Sache. Also es fühlt sich einfach echt unfassbar geil an. Ja. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Echt, also für ein abschließendes Review ist natürlich viel, viel, viel zu früh. Das ist jetzt gerade mal die erste halbe Stunde, die ich mit der M10 verbracht habe. Und da kommt natürlich noch ganz, ganz, ganz viel. Sowohl Erfahrungen als auch Hardcore-Tests natürlich. Und Präzisionstests natürlich auch. Ja, wenn dich das Thema M10 interessiert und du Mac gerne magst, dann solltest du jetzt auf jeden Fall auf Abonnieren klicken und auch die Glocke aktivieren, damit du die kommenden Videos zur M10 und weiteren Modellen in meiner Sammlung nicht verpasst. Das Video muss ja auch irgendwann mal ein Ende haben, deswegen das führen wir jetzt herbei, indem wir die zerlegen. Und das dauert, wie wir wissen, alle extremst lange, weil man muss hier noch den... Fertig. So. Modern Archery Journal. Boah, so lange gewartet und endlich ist sie hier. Oh, ich muss los, aber...
Wie viele sind da noch drin? Hammer.